Wir haben einen Rekordpokalsieger, der FC Bayern. Und wir werden mit Sicherheit heute den Pokal wiederholen. Bayern! Weil sonst war die ganze Welt nicht in Ordnung. Und wir haben gegen Dortmund zweimal verloren. In der Saison. Und dreimal hat FC Bayern noch nie. Dreimal hat FC Bayern noch niemals in der Saison verloren gegen eine Mannschaft. Und wir werden den Pokal holen. Keine Frage, der FC Bayern München wird heute auf jeden Fall gewinnen. Nach vier Niederlagen gegen die Borussia aus Dortmund wird es heute endlich mal Zeit. Und zwei Titel müssen wir dieses Jahr auf jeden Fall holen. Deswegen heute den Pokal und nächste Woche die Champions League. München, ole, oh, oh, Bayern München, ole, Bayern München, ole, Bayern München, ole. Also Bayern wird Pokalsieger, weil wir einfach die bessere Mannschaft im Pokal schon immer waren. Und natürlich ist es Dortmund ein verdienter Meister. Aber die schaffen es niemals, heute das fünfte Mal in Folge zu schlagen. Das schaffen sie nicht. Und deshalb wird Bayern heute Pokalsieger. Ja, wir haben es von Anfang an eigentlich den Dortmundern zu einfach gemacht, Tore gegen uns zu erzielen, im Defensivverhalten Schwächen gezeigt und damit uns um den Lohn gebracht. Und ja, natürlich ein sehr bitterer und enttäuschender Abend. Was bedeutet das jetzt für das Endspiel nächste Woche? Ich meine, das ist ein ziemlicher Rucksack. Ja, aber wir müssen den Champions League-Wettbewerb sehen. Wir haben den spanischen Meister beseitigt, wir haben den englischen Meister, den wahrscheinlich englischen Meister beseitigt. Und die Mannschaft muss sich am Samstag dafür belohnen, für eine hervorragende Champions League-Saison. Die haben wir wirklich dominiert und deswegen dieses Finale überstrahlt sicherlich alles. Trotzdem, wie sehr ärgert Sie diese erneute Niederlage in Borussia Dortmund? Ja, natürlich ist es heute ein bitterer Abend und wie gesagt, die Mängel im Defensivverhalten gesamtmannschaftlich müssen wir natürlich schleunigst beseitigen. Und klar, ein Pokalfinale in Berlin will man gewinnen und sehr frustrierend und bitter, wie der Spielverlauf heute war. Wie erklären Sie sich die Fehler? Sind schwer zu erklären. Macht man das jetzt unter der Woche? Spricht man am besten dann nicht mehr über dieses Spiel heute? Das wird heute Abend und morgen sicherlich noch ein Thema sein, aber dann ab Anfang der Woche wird sicherlich die Konzentration Richtung Samstag gehen. Ich habe schon wieder Stürme vor der Bank, ein bisschen kommentieren, was man da genau ist. Muss man, glaube ich, nicht kommentieren. Was ging es dann bei der Tür? Kann jeder selber für sich interpretieren. Warum schafft er das in fünf Spielen? Es ist heute ein bitterer Abend, ja? Aber es ist für mich jetzt nicht der Zeitpunkt, um in eine tiefere Analyse zu gehen, wie die Spiele gegen Dortmund gelaufen sind, sondern wir müssen jetzt, natürlich heute Abend ist die Mannschaft frustriert, aber ab nächster Woche müssen wir alle Kräfte mobilisieren und uns auf diese Spiele. Ja? Sagen Sie, wenn nächsten Samstag gewonnen wird, fragt keiner mehr nach dem Spiel, oder? Ist das so?